Hallo, herzlich willkommen in Basteltigers Welt. Ich bin gebeten worden, euch eine Anleitung zu zeigen für diese kleinen Boxen, die ich vor einiger Zeit auf meinem Blog gezeigt habe. Ihr benötigt dafür das Stempelset Simply Celebrate, den extra großen Ovalstanzer und ein blutrotes Stempelkissen, mit dem ihr euch den Schriftzug Enjoy ausstempeln und stanzen könnt. Außerdem benötigt ihr die Stanze Petite Petals, savannefarbenen Cardstock, mit dem ihr euch eine kleine Blüte ausstanzen könnt, und Glitzersteine, die ihr dann in die Mitte zur Verzierung packt. Außerdem doppelseitiges Klebeband, eine Schere, Flüssigkleber, den Crocodile oder ein anderes Tool, mit dem ihr euch ein Loch stanzen könnt. Und den Star der Show, den Block Frisch und Farbenfroh, den es momentan im Frühjahrskatalog von Stampin' Up gibt. Ich habe mir das Papier auf 11 x 16 cm zugeschnitten, lege es entlang der 16 cm in mein Falzbrett und falze bei 2, 7, 9 und 14 cm. Drehe das Ganze um 90 Grad und falze bei 2 und bei 9 cm. Dann lege ich mein Falzbrett beiseite, das brauchen wir nicht mehr. Schneide ich mir an einer Seite, die beiden Seiten sind also gleich lang, an einer Seite das Viereck hier weg und gleichzeitig einen kleinen Keil in den Teil, der später mein Boden werden wird. Dann knicke ich alle Falzen einmal nach und schneide mir in den Rest der Form jeweils kleine Keile. Und dazu klappe ich immer das Papier zusammen und schneide bis zur ersten Falze einen kleinen Keil ein. Das mache ich an allen Ecken, so dass ich schon die Grundform für meine Box habe. Dann nehme ich mir meinen Crocodile, lege mir das Papier bündig an der offenen Seite zusammen und dann schaue ich mir ungefähr die Mitte aus. Das macht man, wer es nachmessen möchte, kann das nachmessen, ansonsten kann man das so ungefähr nach Augenmaß machen. Zwei Löcher, durch die ich dann später ein Band schiebe. Dann nehme ich mir mein doppelseitiges Klebeband und lege mir das hier auf der einen Seite zurecht. Na, verfolgt mich. Drehe das Ganze um und nehme jeweils nochmal einen Streifen Klebeband an den langen Stücken der Box. Dann kann ich das Ganze schon zusammensetzen. Ich falte das einmal um, entferne hier das Klebeband und klappe mir einfach nur die Ecke um. Und dann wird das hier meine Rückseite sein, weil man hier die Klebelasche sieht. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt zusammensetze, falze ich erstmal die beiden kleinen Teile um. Dies hier meine Rückseite als zweites festkleben, die andere Seite festkleben und dann kann ich meinen Spruch aufkleben, mein Blümchen aufsetzen und fertig ist die Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln!